Hallihallo, hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und heute gibt es mal wieder ein bisschen was Informelles. Was hat sich so geändert, was passiert noch und so weiter. Ja, ist bei mir eigentlich nie wirklich was Großes, aber es ist halt so, ich habe zum Beispiel Rückmeldung bekommen wegen der Sprachlautstärke, der Aufnahme von meiner Sprache bei den Battleground Commentary Videos. Da wird es noch ein bisschen dauern. Ich habe ein paar Aufnahmen vorbereitet, die würde ich gerne hochladen und danach, wir reden hier von zwei, drei Aufnahmen, das ist nicht die Welt, und danach wird die Sprachlautstärke lauter sein. Das heißt, man wird sie auch hören, wenn ich mal ein bisschen am Nuscheln bin oder leiser spreche, weil ich gerade hochkonzentriert bin. Das passiert ja öfters mal. Ihr habt jetzt hier übrigens einen Vorgeschmack, so wird es zukünftig sein. Ich habe mir das natürlich angehört, sollte eigentlich ordentlich sein. Das könnt ihr also dann zukünftig erwarten. Ich werde es bei Cities Skylines übrigens auch machen. Wird also dann auch lauter sein, weil das, dadurch, dass ich ein bisschen Musik im Hintergrund habe, geht das eigentlich. Bin auch überlegen, ob ich bei Cities Skylines noch auch Musik im Hintergrund laufen lasse. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr da was hören wollt oder ob ihr einfach den Spielsort haben wollt mit der Spielmusik. Dann, was hatte ich noch? Genau, apropos City Skylines, das Add-on After Dark, das wird bei mir natürlich auch dann kommen. Im Moment hapert es aber halt ein bisschen. Wo ist jetzt nicht so relevant? Es hängt halt irgendwo. Ich werde es aber definitiv noch kriegen. Und wenn ich es dann da habe, dann werdet ihr das dann auch sehen können. Ja, was ist sonst noch so gut? Forum ist aktuell sehr still, die Entwickler auch. Es gab ja einen Bluepost-Blog, warum die Kommunikation von den Devs im Moment so ruhig ist. Da wurde das alles erklärt, dass sie natürlich nicht nur auf Twitter den ganzen Tag hängen und im Forum hängen, ist klar. Machen auch diverse andere Dinge und so weiter. Ich habe natürlich Community-Manager mehrmals jetzt in den letzten Wochen darauf angesprochen, warum denn hier nichts bei uns ist und so weiter. Gut, die waren auf der Road to BlizzCon, die Turniere da, die Finals und so weiter, Qualifiers und so weiter, und waren halt entsprechend ständig unterwegs. Ne? Da ja zum Beispiel der CM Lore, der ist ja auch am Kommentieren gewesen, hat natürlich da weniger Zeit und so weiter und so fort. Dennoch muss ich halt fairerweise irgendwie sagen, also fehlen eigentlich dann nicht Leute, damit da irgendwie Rückmeldung kommt, weil es ist ja dann doch irgendwie trotzdem wenig. Das habe ich auch mehr in der Vergangenheit mehrmals geschrieben, auch die Tage mal wieder. Kam leider keine Rückmeldung, aber gut, vielleicht passiert ja irgendwann zukünftig was. Was hatte ich hier noch? Ja genau, in 4 Wochen fängt die BlizzCon an. Natürlich sind alle gespannt, was wird da alles so kommen, was wird da noch passieren, PvP, was passiert mit dem alternativen Talentsystem, gibt es da jetzt wirklich eine hundertprozentige Trennung oder gibt es dann halt irgendwie Zusätze, man weiß es nicht genau, wird sich alles dann erklären, was ist mit den Artefakten. Mich würde es ja brennend interessieren, was genau erwartet mich da beim Ashbringer oder bei den Artefaktwaffen, was gibt es denn da wirklich so für Variationen, ist es so, wie sie gezeigt haben, man hat 4 Versionen und 4 Farbversionen und naja, Entschuldigung, yes, ist mal hier. Wird mal alles dann sehen. Gibt es sonst noch irgendwas? Ach ja, natürlich. Ich habe seit dem 5.10. bin ich ja in einer Weiterbildung. Das heißt, ich bin halt, habe nicht mehr so viel Zeit aufzunehmen. Ist aber sollte normal nicht so das Problem darstellen. Werden natürlich regelmäßig die Videos kommen. Ne? Also die Battleground Commentaries werden alle 4 Tage kommen. City Skylines kommt alle 3 Tage dann. Das ändert sich so nicht. Es kann natürlich passieren, dass ich vergessen habe, eins hochzuladen, dass dann mal keins kommt. Das ist aber A, keine Absicht und wird wahrscheinlich B, nicht passieren. Ich weise aber mal darauf hin, dass es passieren könnte, da das doch ein bisschen mich einbindet. Ich habe zum Beispiel jetzt die Woche nicht so viel vorbereiten können. Ich bereite ja immer das eine oder andere vor, weil ich ja noch das eine oder andere zu tun habe und dann doch etwas Zeit fehlt. Und also wie gesagt, es könnte mal passieren, ist aber nicht die Regel. Also wird auf jeden Fall definitiv nicht die Regel sein. Ich habe ja das eine oder andere. Ich nehme ja auch noch fleißig auf, so ist es ja nicht. Nur direkt aufzunehmen, hochladen, die Zeit habe ich einfach nicht mehr dazu, weil ich nicht bis um 2, 3, 4, 5 Uhr morgens da irgendwas machen kann. Und tagsüber bin ich halt in der Weiterbildung, Schulung. Da habe ich natürlich dann nicht die Zeit, Aufnahmen zu machen, vorzubereiten, Bilder zu erstellen und so weiter. Und hast du nicht gesehen, was halt alles dazugehört. Ja, wenn man das richtig macht, so, nicht so wie ich, sondern richtig,
dann frisst das etliche Stunden am Tag teilweise. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was mir auf dem Herzen liegt? Ja, also natürlich vielen, vielen Dank an die Leute, die weiterhin meine Videos schauen, die mir Rückmeldungen geben. Auch an die Abonnenten, es ist in der letzten Zeit immer doch ein paar mehr geworden. Wir sind kurz vor 150. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe auch gesehen, der Guide, der Retri-PvP-Guide kam gut an. Und auch den kleinen Guide, den ich erstellt habe für die göttliche Bestimmung, kommt auch bisher sehr gut an. Grundsätzlich natürlich immer wieder hier nochmal der Hinweis, wenn was sein sollte, wenn ihr Vorschläge habt oder wenn euch was gefällt oder nicht gefällt, lasst es mich wissen. Am besten sind die Kommentare. Ich kriegt ja immer Antwort von mir oder notfalls halt auch Twitter. Da geht es natürlich am schnellsten, aber die Kommentare werden mir eigentlich sogar am liebsten, weil dann kann es wirklich jeder ohne Probleme sehen. Twitter eigentlich auch, aber das zu suchen, das ist ja umständlich und das ist auch nur ein kurzer Dienst auf Twitter, auf YouTube in den Kommentaren, geht das natürlich viel, viel besser. Ja, wenn, ach genau, was ich mir überlegt, ich habe jetzt ein paar Anfragen schon bekommen bezüglich, ja, ob die Leute mal, ob sie mal mit BG machen können zum Aufnehmen, klar, natürlich, einfach anschreiben und dann schauen wir mal, ob wir einen geeigneten Zeitpunkt finden und dann kann man da gerne mal zusammen BGs machen. Mit oder ohne Aufnahme, das kann man dann immer entscheiden, wie ihr wollt. In dem Sinne porte ich mich jetzt einfach weg. Sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, wie gesagt, Kommentare, Twitter und so weiter. Ihr kennt ja die ganzen Social-Media-Möglichkeiten. ja, tolle Garnison. Ich sag dann einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Ciao.